Herzlich willkommen bei Fernsehkritik TV. Ich habe natürlich auch im Forum rumgefragt und so, was soll ich dem Kalki denn so für Fragen stellen? Und da ist natürlich ein Name immer wieder aufgetaucht. Kannst du dir ja vorstellen, um was es jetzt geht? Wie ist denn das mit dem Bastian Pastewka? Ich meine, was da vorgefallen ist, geht niemandem was an, ist schon klar. Das habt ihr auch bewusst nicht öffentlich gemacht. Aber die Frage, die man ja doch stellen kann, ist die, warum kann es denn nicht einen dritten Wixer-Film ohne Bastian Pastewka geben? Das ist eine gute Frage. Das ist wirklich ein schweres Thema und ich will da auch nicht weiter reingehen, weil auch wenn das viel im Internet diskutiert wurde oder so, wir haben uns beide sehr außen vor gelassen und es gab nicht mehr als ein einziges offizielles Posting dazu und mehr ist da nicht. Die andere Geschichte ist, ja, es ist theoretisch möglich, also vor allem jetzt, wo es auch klar ist, dass es in dieser Konstellation keinen weiteren Film mehr geben kann, ist natürlich theoretisch die Möglichkeit schon da. Die wäre auch da. Die Frage ist nur, kommt eine Idee, hat man wieder den Spaß daran und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt seit irgendwie endlich alles klar ist und es nicht mehr dieses schleppende, langwierige Geschichte war, wo wir 2-3 Jahre lang irgendwie nicht sagen konnten, was wirklich Sache ist und so. Seitdem ist natürlich schon eine gewisse Freiheit wieder da und es theoretisch gibt es eine Möglichkeit, sagen wir es mal so. Aber praktisch sieht es momentan dennoch nicht danach aus. Aber ich habe gerade Zoolander 2 gesehen, ne? Teil 2, und das hat 15 Jahre gedauert, vom ersten zum zweiten Teil. Und den zweiten haben wir schon. Also das heißt, man kann auch, also es ist nicht komplett ausgeschlossen. Vielleicht gibt es das, vielleicht kann man es auch machen, aber dann muss man eben auch neue Wege gehen und anders denken. Ich meine, jetzt auch Blacky ist leider nicht mehr bei uns. Es ist halt schon eine traurige Sache. Ich hätte sehr gehofft, dass wir den dritten hinkriegen. Wir waren ganz, ganz nah dran. Aber mal sehen. Man kann es niemals sagen, was noch vielleicht irgendwann passiert. Im Moment ist er erstmal eingefroren. Vielleicht finden wir irgendwann den Schalter, wo man ihn auftauen kann. Was bleibt, ist der Titel. Was bleibt, ist der Titel. Gab's ja immer schon. Der Titel ist da und es gibt noch immer, es gibt ganz viele Ideen und es gibt ganz viele Möglichkeiten. Und ich finde persönlich ja auch die Welt, die da erschaffen wurde, zu schön, um sie zu verlassen. Das ist ja auch so das Ding. Aber vielleicht setze ich mich aber auch nur irgendwann mal hin in 10 oder 20 Jahren und schreibe dann meine Autobiografie und dann oder ein ganzes Buch nur um das Universum des Wixers und was da alles für seltsame Geschichten drum entstanden sind und was es für Rückschläge gab und so weiter. Es gab mal fast eine Fernsehserie dazu. Also es gab viele, viele Dinge, die in der Arbeit waren und was da an Arbeit und an Mühe und an Kraft reingeflossen ist, die dann am Ende nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, sozusagen. Das ist schon traurig. Also daher mal gucken. Na. Noch alles offen. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.